Dass Aussa und Bianca ihm kein Geheimnis verraten würden, dürfte Thomas im Moment wohl ziemlich egal sein. Er versucht lieber, Isabelle zu durchschauen. Nur zu gerne würde er einen Blick hinter ihre schöne Fassade werfen. Hast du Lust, noch mit mir zu reden oder nicht? Mensch, was ist denn los mit dir? Falsch, das kannst du. Ja, was denkst du? Klar, ich trau mir das. Ich hab damit kein Problem. Ich hab manchmal bei dir so das Gefühl. Ich weiß, dass du so ein Gefühl hast. Das ist jetzt nicht böse gemeint, ja? Wenn ich jetzt so direkt das so sage. Ist alles cool, sag halt einfach. Ist doch kein Stress, dafür sind wir ja hier, ne? Ja, pass auf, ich hab manchmal das Gefühl, dass du immer so aufgesetzt bist. Ich denke schon, dass du eine liebe, nette Person bist. Dass ich du nur aufgesetzt? Warte, lass mich mal zu Ende reden. Okay. Ich habe das Gefühl, dass du manchmal so aufgesetzt bist, ja, von deiner Art her. Ja. Und weißt selber nicht so richtig so hin und her. Mal hast du so ein Tief, ja, und macht einer so einen Joke, dann gehst du gleich hoch und nimmst es total persönlich. Für mich ist sie hier drinne das größte Fragezeichen. Ja, vom Verhalten her, von ihren Aussagen. Du bist hier, du kennst mich nicht, du kannst es nur von außen betrachten. Verstehst du? Und du musst mal immer überlegen, wenn Menschen so reagieren, da gibt es auch Hintergründe. Du, pass auf. Aber diese Hintergründe... Überlegen, ich überlege immer. Bevor ich spreche, nee, weiß ich ganz nicht genau, natürlich. Und wenn du mich jetzt weiternimmst, dann gehe ich rein. Ja, dann geh, weil so hat es keinen Sinn. Ja, okay, gut, ist alles klar. Ja, ich meine, ich lass mich da nicht runterziehen, ist okay, es geht nicht. Zieht dich ja keiner runter, was ist los mit dir? Ja, aber das geht nicht, du kannst mich ständig nicht fünfmal fragen, also bitte. Du willst Gespräche suchen? Dann nein, ich will kein Gespräch, du Frusse. Ich wollte mit dir normal darüber sprechen. Nee, willst nicht drüber sprechen, weil aber mit sowas kann ich nicht darüber sprechen. Du erzählst uns aber irgendwelche Sachen. Du willst hier, ich erzähl dir keine einzige Sache. Dass wir Interesse Sachen haben und dich dann fragen. Und wenn dann nichts zurückkommt, ist doch das für einen Arsch oder nicht? Wo willst du denn da ein normales Gespräch suchen oder führen? Schon anstrengend mit dir, echt? Ja, dann ist ich kann das schon verstehen, dass du keinen Freund hast. Jetzt kommen die tollen Kommentare. Nee, wirklich, wirklich. Woher willst du es wissen? Mit dir kann man kein vernünftiges, ordentliches Gespräch führen. Weißt du was? Es ist echt so. Wenn du das so denkst, dann ist es deine Meinung. Ist meine Meinung, ja. Ja, okay, ist super. Ja. Dann werde ich auch nicht mehr mit dir reden. Fertig. Alles klar. Brauchst du doch nicht. Ja, alles gut. Die ist doch komplett verwirrt, hä? Sowas bescheuert. Aber komplett. Ehrlich. Für mich hat sie die größte Maske hier drinne auf. Und hier drinne wird sie und muss sie die auch ablegen. Na, so ganz überzeugend kam das aber nicht rüber. Und siehe da, auch Thomas lässt der Streit der beiden dann doch nicht kalt. Die ist hier reingekommen und will nichts verraten. Klar, die im Plan, sich zu vermarkten. Ist das so ein Aufmerksamkeitsproblem? Es geht so vielen Weibern so. Ja, ich wollte es jetzt aber so hart nicht sagen. Ich habe ja schon gesagt gehabt, nein, dass das ich ist, finde, das dass ist, sie eine Maske ist, aufhatten. Da fand sie es so, naja, das ist, man nicht sagen, weißt das du? Das ist ein pürierte... Das ist ein Matschkopf. Ja? Das ist ein Matschkopf. Das ist Hirnmasse püriert. Ich will ja wirklich gewinnen und darum werde ich auch kämpfen. Die Frau ist echt Gaga im Schädel. Gaga? Die hat sich, glaube ich, zu viel blondiert. Kann das sein? Da ist das Wasserstoffperoxid runtergegangen. Und auch Isabelle hat für ihren Ex-Buddy kein gutes Wort übrig. Und dann sage ich, what the fuck, mir scheißegal. Verstehst du? Irgendwo. Sag ich, geh ich. Dann geh doch einfach nicht mehr zu ihm. Habe ich auch gesagt, mach ich auch nicht mehr. Für mich ist der jetzt einfach, ist so, aber das macht noch stärker. Weil dann sage ich, hey, ich bin so stark und kann es einfach sagen. Weißt du? Mhm. Fertig. Und das habe ich gelernt. Mhm. Ich bin stolz drauf.